So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten kleinen Tipp für euch, beziehungsweise wie schon im Titel steht, wir können jetzt Würstchen herstellen. Wie können wir das Ganze machen? Ich zeige es euch ganz kurz anhand meiner Map. Ihr wisst ja, jede Map ist anders. Wo müsst ihr hin, um überhaupt das Rezept zu bekommen? Richtig, ihr müsst hier ins Sumpfland. Also bei mir ist es hier oben, bei euch wird es irgendwo anders sein, aber bei mir ist es eben hier. Was müsst ihr da machen? Da laufen in Anführungszeichen NPCs rum, beziehungsweise Mobs als Mensch. Ja, doch, ich würde sagen, bis jetzt die menschlichsten NPCs, die wir haben, davon einlegen. Die sind noch ziemlich leicht zu legen und die droppen dann die sogenannten Innereien. Und dadurch bekommt ihr dann das Rezept, was ihr hier am Kessel benutzen könnt, nämlich Würste. 4 Stück werden direkt hergestellt. Innereien braucht man 2, rohes Fleisch benötigt man 1 und Distel braucht man 4. Deshalb, ich habe immer gesagt, sammelt alles auf, was ihr findet. Es wird irgendwann im Rezept drin sein, was sehr wichtig ist. So, kommen wir zum Endprodukt. Was gibt uns das Ganze? Weil ich hatte im Titel schon stehen, OP-Essen. Und es ist ein OP-Essen. Ich habe extra, mein Würstchen läuft da gerade aus. Wir haben hier bei ihr beim Würstchen 60 Gesundheit. Ich nehme es mal gerade zu mir. Dann nehme ich noch gekochtes Fleisch zu mir. Und dann nehme ich noch Nixenschwanz zu mir. Und ihr seht, wie gewaltig das hier nach oben schießt. Also mit 100, ich glaube, was habe ich gesagt? Ich glaube, 134 Leben haben wir, wenn wir alle 3 Sachen dann gegessen haben. Und das ist wirklich schon eine Hausnummer. Also die Innereien zu farmen macht halt schon Sinn, würde ich sagen. Und wie gesagt, die Gegner sind wirklich absolut nicht schwer. So, ich würde sagen, das war's dann auch schon mal wieder, was die Würstchen betrifft. Euch lasst es euch gut schmecken und in dem Sinne gerne ein Like da lassen, gerne auch ein Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht im nächsten Video und haut rein.